Guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zu dieser Legung. Seine ja, aktuellen emotionalen Gedanken in deine Richtung, seine Gefühle, seine Energie. Es ist immer so schwierig zu fassen, seine Gedanken, seine Gefühle. Es geht hier letztlich um die Energie, die der Mann oder die Dame, auf wen auch immer du hier schaust, aktuell in deine Richtung haben. Das wird ein Auswahlorakel, eine Auswahllegung. Du darfst gleich zwischen drei Tarotkarten entscheiden. Die Legungen werden nicht allzu lang. Sie werden eher kurz und knackig, auf das Wesentliche beschränkt. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Achte darauf, dass du immer im Hinterkopf behältst, dass wir hier bei YouTube sind. Diese Kartenlegungen hier bei YouTube dienen der Inspiration und der Unterhaltung. Hier ist nichts in Stein gemeißelt. Hier können Dinge eintreffen, müssen aber nicht. Schau einfach, ob du dich hier in deiner Energie gleich wiederfindest. Und wenn du hier bei dieser Auswahllegung deine Situation oder den Mann wiedererkennst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du hier in Resonanz gehen kannst. Ich lege drei Karten aus. Du entscheidest. Am besten innerhalb der ersten 2 Sekunden, nämlich das ist deine Intuition. Vielleicht hast du aber auch eine Lieblingszahl und nimmst immer Karte 2. Dann ist das so, ist auch in Ordnung. Halt das Video gerne an, wenn du einen Augenblick Zeit brauchst, aber in der Regel sind die spontanen Entscheidungen hier immer die besten und auch die dich zu deiner Legung führen. Okay. Nummer 1. Karte Nummer 2. Karte Nummer 3. Entscheide dich gerne. Ich schiebe mal die zweite und die dritte Karte hier nach oben. Und wir starten mit der ersten Karte. Oh, haben wir den König der Stäbe, sehr feurig. Ein Mann, der weiß, was er möchte. Ein Mann, der sehr starkes sexuelles Interesse in deine Richtung hat. Ein Mann, der bereit ist, für das, was er haben will, zu kämpfen, sich das zu holen, was er möchte. Aber irgendetwas gibt es, was ja, diesen Mann daran hindert momentan, was ihn blockiert, eine Chance zu ergreifen, die du möglicherweise geboten hast. Die Chance auf eine Partnerschaft mit dir. Hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass ihr euch seht, dass ihr Kontakt habt, dass ihr vielleicht eine sexuelle Beziehung zueinander pflegt und dass du den Wunsch danach hast, mit diesem Mann in eine feste Beziehung zu gehen. Du hast das kommuniziert, du bietest ihm hier auch die Chance auf Liebe und Glück und ein wirklich schönes Leben. Aber irgendetwas hemmt den König der Stäbe daran, das anzunehmen. Was ist das denn? Hier gibt es für mich 2 Deutungsvarianten. Die erste wäre, dass du mit der Königin der Münzen eine sehr selbstbewusste Frau
bist, die vielleicht sogar ein bisschen reifer und geerdeter ist wie er selber. Vielleicht hast du einen besseren Job, ein höheres Einkommen, ein schöneres Haus, bist gefestigter in deinem Leben. Und der Ritter der Münzen, der ist ja hinter der Königin der Münzen. Und er hat einfach Angst und Sorge, dass er nicht hinterherkommt. Der Ritter der Münzen ist sehr langsam. Das ist kein Mann, der spontane Entscheidungen trifft, mit dem man spontan etwas planen kann. Da ist jeder Schritt wohl überlegt, gut überlegt, auf die Zukunft ausgerichtet. Und vielleicht hat man hier so ein bisschen die Sorge oder die Angst, dass man es dir nicht recht machen kann oder nicht mithalten kann. Ja, die andere Deutungsmöglichkeit werfe ich über Bord. So sieht's aus. Also ich glaube, hier hat einfach jemand das Problem, dass man denkt, wenn er hier sein wahres Ich zeigt und von diesem leidenschaftlichen Liebhaber, mit dem man vielleicht nur ein paar Stunden verbracht hat, du wünschst dir einen König der Münzen, zum König der Münzen wird, dass du dann einfach siehst, dass er dir nicht ebenbürtig ist und dass du dich mit diesem Mann langweilst, dass er dir nicht das Wasser reichen kann und dass du dich früher oder später von ihm und seiner Liebe abwendest. Das ist hier die Botschaft, ihr Lieben. Karte Nummer 1. Ich habe gesagt, kurz und knackig. So wird es auch sein. Nummer 2, auch ein Kandidat, der nichts verändern möchte, der festhält an einer Situation, am Geld, an Hab und Gut. Wieder das Ass. Ja, man weiß hier, also diesem Mann ist das genauso bewusst wie in Legung Nummer 1, man muss hier aktiv werden. Man muss eine Kurskorrektur vornehmen. Man muss in Bewegung kommen. Man muss dir eine Chance anbieten oder aber die Chance, die du gemacht hast, annehmen. Ich habe hier einen Mann, der da überhaupt keine Lust zu hat. Also dieser Mann macht hier überhaupt keine Ambitionen, dein Angebot anzunehmen. Vielleicht ein Angebot auf Partnerschaft, auf Verbindung, auf Treffen. Hier mag jemand keine Veränderung. Vielleicht lebt dieser Mann in einer stabilen Situation. Es mangelt nicht an Geld. Man hat so seine Komfortzone aufgebaut und man möchte diese einfach nicht verlassen. Und man hätte gerne, also Sex mit dir. Man wünscht sich hier Leidenschaft, einen Neubeginn in der Leidenschaft. Du reizt vielleicht auch in diesem Maße, dass du eine Mischung aus lebensfroher, attraktiver Frau bist, aber eine gewisse Unerreichbarkeit und Nahbarkeit ausstrahlst, geheimnisvoll bist.
Vielleicht hattest du in dieser Vergangenheit mit diesem Mann eine Affäre, hast dir etwas anderes gewünscht, hast um Veränderung gebeten und dieser Mann hat einfach dein Angebot, die Chance auf eine Partnerschaft mit dir abgelehnt, weil er sich einfach aus irgendeiner anderen Situation nicht lösen konnte. Ich nehme hier aber wahr, dass dieser Mann durchaus daran interessiert ist, sich weiterhin mit dir zu treffen, die Freuden des Lebens zu genießen und in sehr unverbindlicher, leichter Energie dir gerne wieder begegnen würde. Ja, schaut her. Und hier ist jemandem auch klar geworden, oder dieser Mann macht sich halt auch Gedanken darüber, dass das nur funktioniert, wenn er investiert und wenn er innere Grenzen und Ketten sprengt. Mit dem Herrscher haben wir hier einen Mann liegen, der möglicherweise verheiratet ist. Der Herrscher ist im Tarot sehr oft der Familienvater, der fest verpartnerte Mann in einer Ehe oder einem eheähnlichen Verhältnis. Ein Mann, der gerne kontrolliert, der gerne bestimmt, wann was zwischen euch passiert. Und er weiß schon sehr genau, dass er hier ja diese Ketten sprengen muss. Und wenn das nicht passiert, wird es hier zwischen euch auch kein Vorankommen geben. Womit darfst du hier rechnen? Schaut, ich habe unter dem Deck die Herrscherin und die 10 der Kelche, möglicherweise seine Ehefrau und die Partnerschaft. Ich nehme hier keine Aktivität wahr. Ich nehme hier Passivität wahr, nostalgisch traurige Gedanken an eure gemeinsame Zeit, mit dem Wissen, dass man unehrlich war zu sich selber, zu dir, vielleicht zu der anderen Dame, die involviert ist. Und deswegen nehme ich hier in den nächsten 3 bis 4 Wochen keinerlei Bewegung oder Aktion in deine Richtung wahr. Okay, die kommt weg. Karte Nummer 3. Hier geht es um eine Entscheidung, um das Abwägen einer Situation. Hier geht es vielleicht auch um Überforderung, nicht zu wissen, was man tun soll, hin und her gerissen sein, zwischen den Stühlen stehen. Oh, starke Karten, starke Karten. Hier muss etwas verlassen werden, meine Liebe. Dieser Mann weiß, dass er etwas verlassen muss. Es kann sich hier vielleicht auch sogar um eine Arbeitssituation handeln. Muss nicht, aber kann. Dieser Mann weiß, dass er irgendetwas hinter sich lassen muss, dass er investieren muss in eure Verbindung und dass hier eine Entscheidung getroffen werden muss, seinerseits. Die Kraft und die Sonne, das bist für mich du. Dieser Mann hat, sieht in dir eine unglaublich starke Persönlichkeit, die sein Leben sehr bereichert, die voller Wärme und Inspiration in seinem Leben vorhanden ist und das zieht diesen Mann magisch an. Was muss denn hier verlassen werden?
Mir kommt hier ganz stark rein, dass in der Vergangenheit die Situation zwischen euch wie folgt war. Du hast unglaublich viel investiert. Du hast Liebe gegeben, Zeit gegeben, Wärme gegeben, Weiblichkeit gegeben, Stärke, Kraft, all das, was wir Frauen gerne geben. Und dieser Mann ist dir vielleicht in einer Energie begegnet, die sehr unverbindlich war, sehr leicht war, sehr jugendlich war. Und vielleicht hast du dich davon auch ein Stück weit abgewendet. Ich nehme hier wahr, dass es sich hier um, ja, vielleicht eine Veränderungsweise der Art oder eine Veränderung der Art und Weise handelt, wie man auf dich oder wie man aufeinander zugeht und dass man hier lernt, seitens des Mannes diese schöne Verbindung, die ihr habt, nämlich diese tiefe Liebe, diese Verbundenheit auf Seelenebene wachsen zu lassen. Ich glaube, es geht hier nicht um eine Entscheidung zwischen zwei Instanzen, also zwischen dir und einer anderen Frau. Ich glaube, es geht hier darum, dass man sich entscheidet, vielleicht einfach mal man selbst zu sein und kein Manipulator. Der Magier ist halt auch immer gerne jemand, der viel macht, manipuliert, redet, um irgendwas zu bekommen, um gut dazustehen, wisst ihr? Und mit dem Narren habe ich das auch gerade so wahrgenommen, diese unglaublich leichte, jugendliche Energie, so als ob er nur Spökes macht und das leichte Leben genossen hat in der Vergangenheit. Und du hast investiert, gemacht, getan und es kam nie irgendwas zurück. Und hier wird einfach verlangt, dass all das zum Erliegen gebracht wird, dass man hier über Ängste, über Grenzen hinausgeht, dass man sein Herz öffnet, dass man wahrhaftig sein Herz öffnet, dass man den anderen in sein Herz schauen lässt und mutig nach vorne schreitet, auch wenn das langsam dauert. Ich glaube, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der nicht der Schnellste ist. Ihm ist das aber bewusst. Ja, und hier ist einfach so. Ich glaube, zwischen euch ist diese Leichtigkeit auch zu Ende gegangen. Ich glaube, du hast da einen Riegel vorgeschoben und möglicherweise herrscht hier aktuell auch gerade Funkstille oder sehr wenig Kontakt. Hier muss ein Mann sein Verhalten ändern. Wie geht es denn hier weiter? Womit darfst du rechnen in naher Zukunft? Entweder ist hier doch noch eine weitere Frau im Spiel und jemand wird darüber nachdenken, also mit der Herrscherin und dem Hierophanten große Wahrscheinlichkeit einer Ehefrau. Dieser Mann wird in sich gehen, der wird sich Gedanken machen. Was will ich? Möchte ich? Wie stelle ich mir eine Partnerschaft vor? Wo will ich hin? Was kann ich bieten? Was habe ich aus meinen Fehlern gelernt? Was sagt mir mein Herz? Was sagt mir meine Intuition? Das, die Deutung mit der Ehefrau lasse ich außen vor, weil es hier tatsächlich das erste Mal ist, dass ich das so offensichtlich liegen sehe. Aber man beschäftigt sich mit dem Thema und man wird hier etwas verändern. Man wird hier in eine Transformation gehen. Ob die im Außen stattfindet oder im Inneren, das weiß ich nicht. Oft ist es auch einfach die Erkenntnis, die einen dazu bringt, neue Wege zu gehen, neue Schritte einzuleiten. Und ja, ihr Lieben, ich schließe die Legung und hoffe, jeder von euch hat sich in seiner Karte ein Stück weit wiederfinden können. Vielen Dank für das Zusehen. Bitte vergesst nicht, mein Video zu liken.
Ihr könnt gerne als Dankeschön auch die Super Thanks-Funktion nutzen unterhalb meines Videos. Abonniert meinen Kanal, teilt meine Videos, kommentiert. Somit helft ihr mir beim Wachsen. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend und sage bis bald.